Kulturebenenmodell des US-amerikanischen Organisationspsychologen Edgar Henry Schein wurde speziell für Unternehmenskulturen entwickelt und unterscheidet drei Ebenen von Kultur, die einander beeinflussen. Die oberflächliche Ebene einer Unternehmenskultur besteht aus ihren Artefakten. Das können zum Beispiel Symbole, Zeichen, eine bestimmte Raumarchitektur oder Kleidungsstücke sein. Darunter liegt die Ebene der Werte. Dies sind Strategien, Ziele, Leitbilder und Philosophien, für welche die Unternehmensmitglieder eintreten und an die sie glauben. Der Kern der Kultur besteht aus einem Muster aus gemeinsamen Annahmen und Anschauungen, die historisch gewachsen sind. Dieses Muster basiert auf geteiltem Wissen und der gemeinsamen Erfahrungswelt der Gruppenmitglieder. Das Kulturebenenmodell lässt sich auch auf andere Arten von Kulturen übertragen und erklärt, warum in interkulturellen Begegnungen Verständigungsschwierigkeiten auftreten können. Jede der Ebenen ist für Menschen außerhalb der Kultur schwer zu entschlüsseln, für Menschen innerhalb der Kultur jedoch selbstverständlich.